Wenn jemand meinen Bruder tötet, bring ich ihn um. Wenn ich den Mörder meines Bruders töte, bringt sein Bruder mich um. Und wenn sein Bruder mich dann umbringt, dann bringt mein Cousin ihn um. Und wenn mein Cousin ihn dann umbringt, bringt ihn der andere Bruder um. Oder wer weiß, vielleicht bringt auch mein bester Freund ihn um. Und aus Rache bringt jemand meinen besten Freund dann um. Dann bringt der Vater meines besten Freundes den Typen vielleicht um. Oder hat er genug und sagt, Blut ist für Blut kein Grund. Denn wenn jemand meinen Bruder tötet, vergießt meine Mutter Tränen. Wenn ich den Mörder meines Bruders töte, vergießt seine Mutter Tränen. Und vielleicht hat er Kinder und die vergießen Tränen. Ich hoffe, unsere Kleinen müssen sowas niemals sehen. Aber wenn jemand meinen Bruder tötet, will ich, dass er stirbt. Und weiß, dass meine Sehnsucht nach Rache größer wird. Und verschwinden wird diese Verwirrung nicht von selbst. Vielleicht braucht jeder Krieg einen Dritten, der die Hinterbliebenen hält. Ich verstehe jeden, der Rache will. Ich würde Rache wollen. Aber ich glaub, man kann Blut nicht mit Blut wegwischen. Blut bleibt immer und wird höchstens mehr. Oder viel, viel mehr. Der Krieg beginnt. Mehr als 3000 Tote in 7 Monaten. Es sind mehr als 130 Menschen getötet worden. Mindestens 5. Von Rebellen kontrolliertes Viertel mindestens 20 Menschen getötet worden sein. Massaker, die den Militäreinsatz legitimieren sollen. Mehr als 50 Menschen getötet. 850.000 Menschen auf der Flucht. Der Krieg zu Ende, zu Ende, zu Ende. Frieden herrscht dennoch nicht.